einer neuen Folge meines Videoblogs, bei der ich dich mitnehme auf meine kleine Reise in meine kreativen Prozesse und in der ich mit dir teile, wie so Werke entstehen, aber dann auch, was so diese inneren Prozesse sind. Also es geht hier in dieser Folge nicht nur darum, dir den Entstehungsprozess dieser verschiedenen Bilder, die entstanden sind, zu zeigen, sondern es geht um die Erlaubnis, dass ich mir die Erlaubnis erteile und du dir die Erlaubnis erteilst, hier einen Raum zu schaffen, in dem du Freiheit hast. Also im ersten geht es darum, um das freie Denken. Also sich die Freiheit zu erlauben, sich seinen eigenen Erwartungen zu stellen über das Machen und sich dann davon zu lösen auch. Es geht hier auch vor allem um die eigenen Erwartungen. Die Erwartungen von außen sind dann auch sehr stark ein Thema, wenn du einen Auftrag umsetzt. Wir gehen jetzt aber hier davon aus, dass du für dich machst, so wie ich es jetzt hier auch teile mit dir. Die Aufträge sind dann noch ein anderes Thema. Um das geht es aber hier nicht. Es geht hier um die Kunst, um die freie Kunst. Und deshalb auch die Erlaubnis zur Freiheit. Also im Ersten die Erlaubnis, wie gesagt, im Denken, also seine Erwartungen, seine innere Kritik loszulassen. Dann im zweiten Schritt, da kommt man schon sehr, sehr viel stärker hinein und geht in die Tiefe. Und da geht es um das, um die Erlaubnis, frei zu fühlen. Also deine eigenen Verknüpfungen zu binden, deine eigenen Bedeutungen, deine eigene Symbolik hier auch zu erzeugen in deinen Bildern und in die Tiefe zu gehen mit dem, was dich interessiert, in die Tiefe zu gehen mit deinen Themen und das alles über das Erschaffen einer Bildserie. Und im Dritten, das Dritte, das es darum geht, ist die Freiheit, also die Erlaubnis zur Freiheit, zum freien Erschaffen. Das ist das, was am Ende jeden Prozesses, jeden Kreativprozesses steht, ist das freie Erschaffen. Und hier lege ich das Augenmerk sehr stark darauf, eben auch meine Techniken anzuwenden, auch diesen kreativen Flow einfließen zu lassen. Und ja, wenn du mich schon ein wenig kennst, dann weißt du, dass der kreative Flow eines meiner zentralen Themen ist. Und wirklich auch so den eigenen Weg zu gehen, den eigenen Herzensweg auch zu folgen als Künstler oder als Künstlerin, das ist mir ein Anliegen, dich dazu zu ermutigen. Genau, und da geht es sehr stark um das freie Erschaffen, um dass du dir erlaubst, einfach auch deine eigenen Techniken zu entwickeln und dein eigenes Ding zu machen. Gut, ich nehme dich da mal mit und eben, wie gesagt, es ist immer so ein wenig zweigeteilt. Ich werde dazu etwas erzählen, was ich mache und dann auch eben zum inneren Prozess. Viel Spaß dabei! Ich habe über die Rauhnächte, also die Zeit um Weihnachten, einen kleinen Kurs angeboten auf meiner Webseite. Und dabei ging es darum, dass man in diesen 12 Tagen eine kleine Kreativsession mit mir macht und sich so seine eigenen Visualisierungen kreiert, die so die Vision für das nächste Jahr sind. Das war die Ausgangslage. Und dazu wollte ich im Vorfeld zu diesen 12 Themen ein symbolisches Bild erstellen. In der Skizzenphase geht es mir immer sehr stark darum, dass ich eben hier mich befreie von so vorgefassten Ideen und einfach assoziativ skizziere. Das bedeutet für mich, dass ich mich inspirieren lasse aus meiner Umgebungswelt, meine Erfahrungen mit einbringe
und ja auch die Symbolkraft nutze, die in den Dingen liegt. In jenen Tagen habe ich einen Spaziergang gemacht im Wald und wie du hier siehst, sind dann auch so Bilder und Ideen von Wiesenblumen, von Pilzen mit eingeflossen. Und auch diese Dinge können eine starke Symbolkraft besitzen. Und somit habe ich einfach mal beim Naheliegendsten begonnen. Und so läuft das oft ab, wenn man assoziativ arbeitet. Mir ist es wichtig dabei, mir eine schöne Umgebung zu schaffen, damit ich in den kreativen Flow eintauchen kann und einfach hier mitschwimme mit dem Flow. Ich habe mir dann weiter so assoziativ eben Gedanken gemacht und mir erlaubt, einfach auch aus meinen Gedankenmustern auszubrechen. Das bedeutet, ich kam dann von den Pilzen über eine Assoziationskette zu den Fabeltieren und wollte diese auch gerne mit einbringen in die Zeichnungen. Und da habe ich einiges für mich so miteinander kombiniert, also verschiedene Themen, auch mit Tieren, die auch eine starke Symbolkraft haben können und haben. Und vielleicht kennst du das Prinzip oder die Idee der Krafttiere, also dass Tiere für eine gewisse Stärke, für eine Fähigkeit stehen und dass man das eben auch als Symbol nutzen kann. Und so habe ich einfach für mich hingearbeitet und diese Blätter in meinem Skizzenbuch füllten sich. Auch hier kam es mir vor, das ist sehr oft, wie wenn man ein Tagebuch schreiben würde. Also, dass eben so diese momentanen Themen und momentanen Auseinandersetzungen, vielleicht auch Schönes, Herausforderungen, Dinge, die man lernt, die man erkannt hat in der letzten Zeit, Dinge, für die man dankbar ist und eben hier im Kontext der Rauhnächte, Dinge, mit denen man sich verbinden will für die Zukunft, die einem gut tun, dass diese Dinge einfließen in Bilder, in Symbolen. Und so entstanden diese Seiten und sie waren die Grundlage dann für die späteren Arbeiten, die ich dann auf verschiedene Art und Weise umgesetzt habe. Aber dazu dann im nächsten Teil. Und ja, ich möchte dir noch sagen, dass es mich sehr freut, dass du hier bist und mich unterstützt, indem du meine Videos schaust, indem du auch meinen Kanal abonnierst und so mir ja, die Erlaubnis gibst und die Unterstützung gibst, diese Videos zu machen und ja, damit ich die auch noch weitermachen kann in Zukunft. Ja, obwohl ich sie für mich mache auch größtenteils und auch eben für dich, um dich zu inspirieren. Hier zeige ich dir jetzt ein paar Ausschnitte aus so einer Kreativsession im Rahmen eben Rauhnachtkurses von meiner Webseite Flow to Bloom. Und da wende ich meine eigene Methode an, die ich entwickelt habe, meine Kreativmethode. Und hierbei geht es eben sehr stark auch darum, verschiedene Metaphern und Allegorien zu nutzen. In meinen Kursen und Sessions nutze ich gerne meine Flow-Timebox, die habe ich aus dem Flow-Time-Kurs adaptiert, den ich erstellt habe, um so den eigenen kreativen Weg begleitet zu gehen, eben hier auch deinen eigenen Stil zu finden dann. Du siehst hier meinen Tisch, wie ich ihn aufgebaut habe für diese Kreativ-Flow-Session und dazu gehörte besonders auch für diese Rauhnachtzeit das Räuchern, also mit verschiedenen Düften zu arbeiten. Ich habe mich hier inspirieren lassen von meinen Farben, ich habe mich inspirieren lassen von verschiedenen so
Orakelkarten, die ich mir gelegt habe. Das ist etwas, das ich sehr mag, das zu tun, einfach so für mich als Spielerei auch. Auch sehr assoziativ dann von dem auszugehen. Und hier habe ich einfach drauf losgepinselt und ganz einfach auch die Skizzen aus meinem Rauhnachtsbuch umgesetzt. Also da habe ich sehr viel assoziativ geschrieben. Das heißt auch so automatisch geschrieben, einfach geschrieben, ohne den Stift abzusetzen und einfach alles, ja, was kommt, was von meinem Unterbewusstsein zu einem gewissen Thema in meine Gedankenwelt einströmt, das festzuhalten in Worten und dann auch automatisch beginnen sich da Bilder zu zeigen und diese Bilder habe ich dann aufgenommen in diesen verschiedenen Themen, die ja eben sehr persönlich sind auch. Und so entstand eine neue Serie von 12 Bildern, wobei es manchmal einfach eine kleine Skizze ist, so wie du sie hier rechts im Bild siehst. Und manchmal habe ich dann auch noch ein kleines Gemälde daraus gemacht mit Aquarell und Stiften und was mir gerade so gefallen hat. Und was ich hier dir gerne mitgeben möchte auf den Weg, ja, wenn es eines ist, was du hier mitnimmst, dann ist es wirklich Folge der Freude. Sei einfach hier auch frei, dem Strich deines Pinsels zu folgen und auch frei, nicht wissen zu müssen, wohin das Bild dich führt. Es geht hier nicht um ein perfektes Bild, sondern dass du über das Malen mit deinen Themen, mit dir in Kontakt kommst, dass du vielleicht sogar Erkenntnisse schöpfst, indem du dich auf diese Art und Weise mit deinen Thematiken befasst. Hier geht es ja um Visionen fürs neue Jahr und das sollten dann auch sehr, finde ich, positive Dinge sein, nach denen man sich ausrichtet. Es sollten unterstützende Aspekte beinhalten und da kannst du gerne auch eine Art Mindmap machen dazu, was du verbindest mit diesen Themen. Ganz wichtig finde ich hier, und das klingt viel einfacher als es ist, das ist mir klar, sich frei zu machen von Bewertungen während des Kreierens. Und hier entstehen ja Ideen. Und diese Ideen, die sollen nicht aus vorgefertigten Mustern entstehen, sondern möglichst frei, damit da auch neue Möglichkeiten im Bild auftauchen und entstehen dürfen. Und das ist tatsächlich eine Trainingssache, weil das ist etwas, das sind wir uns schlicht und einfach nicht gewohnt zu tun. Dazu gibt es eben auch diese Kreativmethoden, die dich dazu auch hinführen, damit du da etwas rauskommst aus der Box deiner Gedanken und neue Wege beschreitest. Ja, und auch da mit den Techniken, das ist auch ein Aspekt, hier nicht dich festlegst auf eine feste Technik und einmal anfängst und dann musst du in dieser Bildserie jetzt hier mit diesen 12 Bildern alles auf die gleiche Weise durchziehen. Du kannst auch einmal etwas Neues, etwas anderes machen. Warum nicht einfach eine Tuschezeichnung anfertigen oder einfach eine Bleistiftzeichnung? Du kannst auch eben hier frei mischen und dich leiten lassen von dem, was dich gerade heute anzieht, was dir Spaß macht zu tun. Ja, und hier siehst du so ein Beispiel, eine Skizze, die ich so mit Gouache und Aquarell, mit Stiften diverser Sorten umgesetzt habe. Und das ist so ein Zwischenstandpunkt, wenn du so möchtest. Denn die Reise ging ja noch weiter. In einem Rauhnachtkurs habe ich da auch meine Sachen, meine Prozesse geteilt. Und hier möchte ich mit dir auch noch die Ausführungsphase teilen,
Das ist diese Phase, in der du dann beginnst, deine Ideen konkret umzusetzen. Und auch hier habe ich das Medium wieder gewechselt. Und es war mir hier auch wichtig, ja, einfach mich frei zu machen. Und das ist eine falsche Vorstellung, wenn man denkt, wenn man digital zeichnet oder malt, das sei etwas anderes oder es sei eine leichtere Art, es sei eine Art, die dir Dinge abnimmt oder erleichtert. Das ist es überhaupt nicht. Es sind einfach andere Aspekte. Es ist so, als würdest du vom Zeichnen im Skizzenbuch auf ein Aquarellbild malen wechseln, und genau diesen Sprung vollführst du eben wieder, wenn du dann digital beginnst zu arbeiten. Hier ist es notwendig, dass du die Techniken kennst, dass du weißt, wie ein Bild aufgebaut wird, dass du die Farbenlehre kennst, dass du ein bisschen weißt, wie ein Bild zu komponieren ist, üblicherweise oder, nein, nicht üblicherweise, aber ja, einfach auf förderliche Art und Weise, was dem Bild dient. Und genau alle diese Prinzipien wende ich auch hier an. Und es ist mir auch wichtig, meine Pinsel so zu generieren, dass sie natürlich sind. Also, wenn du denkst, dass vielleicht deine Werke weniger gewertschätzt werden oder dass du dich rechtfertigen müsstest, dass es keine richtige Kunst ist, was auch immer du denkst, und du dir damit nicht erlaubst, eine neue Technik anzuwenden, dann beschränkst du dich auf eine nicht förderliche Weise. Genau deshalb fand ich es schön, dir hier jetzt diesen Prozess dieser Bilder zu zeigen. Natürlich nicht alle 12 Bilder, aber so ein paar wenigen. Und dazu habe ich dieses Zitat: Die Statue ist bereits im Marmorblock. Das ist für mich so wie eine Gedankenstütze, weil es wurde einmal ein Bildhauer gefragt, wie er nur bloß diese schönen Figuren, diese Statue aus dem Marmorblock hauen kann. Und er hat so lange geantwortet haben, ja, die war schon drin. Ich habe nur das entfernt, was nicht zu der Figur gehörte. Und das, finde ich, passt sehr gut. Auch gerade beim digitalen Malen schichte ich verschiedene Ebenen übereinander. Genauso wie wenn ich in Acryl oder Öl male. Und ich arbeite die Figur heraus. Ich baue das Ganze auf, so dass es für mich stimmig ist. Und ich nutze dazu möglichst Werkzeuge, die sich für mich gut anfühlen. Genauso wie wenn ich male, ich auch den Pinsel nehme, der mir am besten gefällt, der sich einfach in der Hand am besten anfühlt. Und so gehe ich auch hier vor und arbeite auch Details aus und fühle mich einfach auch frei, hier meiner eigenen Intuition zu folgen und das zu machen, was für mich die Symbolkraft der Aussage auch unterstreicht. Ja, und dabei ist es auch wichtig, dass du hier ein paar Methoden anwenden lernst für dich, also in dem Sinn wichtig, weil es dir einfach so viel erleichtert. Ich nutze sehr viel die Methode des assoziativen Zeichnen und Malens, auch wenn ich eine Auftragsarbeit habe für eine Illustration, auch wenn ich Bilder male für mich. Das sind ganz oft ganze Symbolwelten. Und dabei geht es natürlich darum zu unterscheiden, sind das deine persönlichen Symbole oder sind das allgemeingültige Symbole. Und das ist das, was ich in der freien Kunst so mag,
dass es einfach darum geht, den eigenen Ausdruck zu finden. Manchmal ist es fast so, wenn man versucht, so den Ansprüchen, den Erwartungen von anderen gerecht zu werden, wenn man so einen Perfektionismus in sich ja schon fast kultiviert, weil man denkt, sonst käme das nicht gut oder hätte das keinen Wert, was man tut, dann ist es so, als würde man so wie eine kleine Motte um eine Glühbirne herumschweben und denken, das sei die Sonne. Aber tatsächlich bist du die Sonne. Und es geht um deinen eigenen Ausdruck. Was du hier siehst, ist dann das Endresultat, also sozusagen, das war eine kleine Sequenz aus den Bildern, mit denen ich dann den Kurs beworben habe, online. Und da habe ich eben diese Bilder dann verwendet. Du siehst, der Weg ist nicht immer einfach. Manchmal geht es über mehrere Ecken und über mehrere Stufen. Und am Ende ist es einfach wichtig, dass du eben dich daran erinnerst, dass du deine eigene Sonne bist. Und deine Bilder sollten von dir handeln. Das ist ein Buch, das du schreibst, ein Tagebuch, das du schreibst von dir und über dich, wenn du Kunst machst. Und wenn du das dann auch verschlüsselst in Symbole, dann hast du zwei Dinge erreicht. Du hast deinen eigenen Ausdruck auf eine sehr einzigartige Art und Weise umgesetzt. Und zum Zweiten hast du eine persönliche Aussage auch verschlüsselt und gibst deinen Werken ein gewisses Geheimnis. Und ich bin der Meinung, dass jedes Bild, jedes gute Werk ein Geheimnis besitzt. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen und du konntest hier auch einiges für dich mitnehmen. Dinge, die dich inspirieren, in Zukunft loszulegen und einfach dein eigenes Ding zu machen. Und wie du ja gesehen hast, ist das nicht abhängig von der Technik. Es ist nicht abhängig von der, vom Stand deines Könnens, wo du stehst oder was du dir erzählst, wo du stehst, sondern am Ende wirklich von dieser Erlaubnis. Und das ist ein Weg hin zu dir selbst, ein Weg hin zu deiner inneren Freiheit. Ja, erlaube es dir einfach. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne, kreative und inspirierte Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.